Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi und wie immer informiere ich euch über den neuesten Kram, den es über das Rengar Revert gibt. Es gibt sogar zwei Posts heute, die wir durchgehen werden. Und zwar haben wir einmal den hier, ne, Mark Jetta, über den, mit dem habe ich auch letztens geschrieben. Der war, glaube ich, auch immer im letzten Video mit drin. Wer war das nochmal? Riot. Scheiße, ich weiß seinen Namen gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall arbeitet er bei Riot, ne? Was ist das, Scruffy? Doch, 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 das ist Riot Scruffy. Steht ja auch oben. Leute, ich bin behindert. Ne, kleines Update. Rengar Queue Changes are testing world so far internally, ne? Also das interne Playtest-Team von Riot. Und ich weiß jetzt nicht, ob es schon auf das Playtest-Team bezogen ist, sondern ob das nur auf die Entwickler jetzt noch gerade bezogen ist. Ne? Die Rengar Queue Changes funktionieren gut soweit. We are also trying out some tweaks to the R. Also sie versuchen auch nochmal einige Änderungen an der Ulti. Notably, he doesn't reveal himself from so far away and we want to replace the auto-crit with something else. Also eins der anmerkbaren Sachen ist einfach, der Gegner weiß nicht so früh, dass Rengar da ist. Im Normalfall ist es ja so, in der Zone, ab dem Moment, wo Rengar euch sehen könnte, sieht ihr Rengar auch. Beziehungsweise ihr kriegt dann das Mark drauf. Das wird jetzt nicht mehr so der Fall sein, zumindest nicht ganz so sehr, ne, sondern die Range, ab, wo ihr Rengar, wo ihr mitbekommt, dass Rengar irgendwie was machen wird, wird kleiner sein. Und sie wollen den Crit entfernen mit etwas anderem. Dieses etwas andere weiß ich, ne, also ne, da steht auch offensichtlich noch nichts drin, was es sein soll. Aber auf jeden Fall geht der Crit weg. Der Crit war ziemlich toxisch. Er war sehr schlecht zu balancen. Besonders jetzt auch gerade mit dem neuen Modell, sage ich mal, was Rengar bekommt, wie man ihn spielen wird. Würde es auch nicht, gar nicht reinpassen. Ne? Ich denke auch nicht, dass wir unser altes Frosty-System wieder bekommen. Also, dass wir dann irgendwie nach dem Jump, wenn wir richtig drauf gejumpt, Frosty die über Zeit bekommen, was ja früher so war. Ich denke, man, es geht in die Richtung wie, ja, du machst, du bekommst vielleicht x Lethality mehr für x Sekunden, wenn du auf das Ziel drauf springst, was markiert ist. Oder du bekommst x Prozent mehr Damage. Irgendwie sowas in der Art. Vielleicht nochmal ein bisschen Bonus-Damage, ne? Aber ich glaube nicht. Also, das, glaube ich, wird dort nicht passieren. Aber auf jeden Fall schon mal ganz interessante Änderungen. Das nächste ist etwas, das mich persönlich stören wird. Ja, und das ist das hier. Jo, warum endet er das nicht? So, das ist das hier, ne? Nicht das, was hier ist, sondern das hier. Ne? Das hier ist von Riot August geschrieben. Der ist ebenfalls, obviously, einer, der bei Riot arbeitet. Und der redet hier auch noch mal ein bisschen über die Rengar Queue-Änderungen. So, das hier testen sie gerade. Currently testing eine Base Q Bonus Damage plus Partial Reset after Q Attack. If you want to understand what this feels like, try using Y E on live and when and then try Wukong Q. Y has a Partial Reset, Wukong does not. Ich verstehe den Unterschied nicht ganz, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich hab irgendwie letzte Tage sogar Y gespielt per Zufall, von daher fühlt sich das nicht schlecht an. Deswegen lassen wir das so stehen, ist ganz nice. Das hier ist für mich das größte Problem. Empower Q, more Bonus Damage plus partial reset after attack plus buff that grants old attack speed buff and some lethality for x seconds. Das heißt also, warte, wir gehen jetzt erstmal noch mal durch, ne? Old Empower Q gave an AD amplifier on the buff, but he has it on Bowtooth now. So seeing if there are other amplifiers that feel right. Right, aber wir beenden das erstmal, ne? Also fiddling with some changes to the ultimate to make it more in Rengar's favor to be sneaky with it. Dodge wards while still retaining the counterplay gains we got with things like camo and alerting the enemies allies that you're nearby. Things are testing well so far. We'll make a more flashed out post when we are a bit more confident that this is the right direction. No guarantees any of the ships, but feel positive on it. Ne? Also hier sagen sie, das ist hier quasi ihre, das haben wir nie gesagt, Karte, sondern hier sagen sie einfach nur, ja, es sieht positiv aus, dass das so kommen wird, aber es steht nicht fest. Damit redet sich Riot erstmal aus allem raus, was ich auch in Ordnung finde. Aber das Problem, was ich habe, ist der Teil hier. Okay. Empowered Q gibt uns mehr Schaden als eine normale Q, ist klar. Gibt uns Attack Speed drauf und Lethality. Während ich AD aus der Bone Tooth bekomme. Das heißt, ich bekomme Attack Speed, AD, also AD aus der Bone Tooth und Lethality. For free. Warum sollte ich dann überhaupt noch Assassin Ranger bauen? Warum sollte ich nicht einfach Tank gehen und die ganzen Free-Stats mitnehmen, die ich alle bekomme? Ich muss dann ja nicht mal mehr, ich muss dann nicht mal mehr Dinges kaufen, wie heißt das scheiß Item? Sowas wie ein Dustblade oder so, brauche ich gar nicht mal, um Squishies umzubringen. Ich bekomme ja Free Lethality und ich gehe auch mal davon aus, zumindest ist das hier der Normalfall, weil an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, ich weiß nicht, wie viel Damage Rengar's Q machen wird, ne? Ich kann
den Damage an sich nicht vergleichen. Ich vergleiche jetzt aber einfach nur mal die Stats, die man bekommt. Ich krieg Lethality, mit denen ich Squishies leichter umbringe. Ich werde wahrscheinlich ein Black Cleaver Build gehen, ja, weil Trinity Build lohnt sich nicht. Sie wollen die Bone Tooth wohl nicht verändern. Steht ja auch hier so drin. But that he has a Bone Tooth right now. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass unser Bone Tooth so bleiben wird, wie sie ist. Warum zum Fick sollte ich dann überhaupt ein anderes Bild gehen? Styrax ist Müll, Trinity ist Müll. Ganz einfach, Ränge hat shitty Dingens, Base AD Werte, ne? Weil er kriegt ja sehr viel Bonus AD. Das heißt also, ich kann, wenn ich möchte, Black Cleaver Borg gehen für das Splitpush-Bild oder viel Black Cleaver Death Dance? Nee, Black Cleaver Titanic würde ich gehen, actually. Ja, Cleaver, Cleaver, ja genau, ich würde Cleaver, Titanic, Guardian Angel, Tabi, zwei Tank-Items gehen. Weil ich bekomme scheiße viel AD. Leute, Titanic wurde auch nochmal gebufft, glaube ich, 5 AD mehr. Oder war es Titanic? Doch, ich glaube schon. Black Cleaver hat decent AD, GA hat AD, ich behalte meine AD, ich bekomme Attack Speed for free und brauche nicht mal sowas wie Dustblade, weil ich nochmal extra Lethality bekomme. Und dann spam ich diesen Q einfach nur durch und nehme alle Stats mit, die es gibt. Das kann nicht sein. Ich meine, klar, ne, Riot sagt auch, bla bla bla, things are testing well so far und so weiter und so fort. Und meint auch hier, no guarantee any of these ships. Ich habe auch, wie heißt der nochmal? Riot Scruffy habe ich auch auf Twitter geschrieben, dass es total blöd wäre, das zu machen. Ich weiß nicht, ob es kommt. Aber ich bin sehr unzufrieden damit. Ich bin sehr unzufrieden damit, weil das ist OP in meinen Augen. Das ist wieder so ein, warum sollte ich Fero W machen? Warum sollte ich Fero E machen? Ich könnte doch einfach nur, Leute, hier steht quasi drin, wenn das durchkommt, du spammst immer die Q-Taste durch. Du spammst immer die Q-Taste durch und das ist Todes-OP und das möchte ich nicht haben. Klar, es hört sich, ich sag mal so, für mich als Rengar-Spieler hört sich das nice an, aber aus einer Game-Designer-Perspektive gesehen ist das ja eine ziemlich blöde Änderung. Wenn das durchgeht, ist es todesbehindert. Ihr müsst das hier auch so sehen, wenn, ich rede jetzt hier gerade ganz viel über Dingensränger, über Off-Tank-Ränger, ist mein persönlicher Lieblingsränger, ja, muss man auch sagen. Für den Assassin-Ränger, wisst ihr, was das bedeutet? Der killt euch noch schneller, weil er das nochmal extra Lethality drauf bekommt. Das heißt also, Items wie Ninja-Tabi, ne? Ninja-Tabi countert ja zwei Lethality-Items, mehr oder weniger. Ich glaube, wie viel Armor gehabt habe ich nochmal? 30, glaube ich, oder? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht mal so ganz sicher, Leute. Ich check das eben einmal kurz ab. Ich möchte jetzt hier wieder nicht mit falschen Sachen ankommen. Items, oder was? Ich glaube, es war 25 Armor, ne? 25? So, Tabi geben 30 Armor. Ein Lethality-Item auf Level 18. Ganz wichtig, Level 18. Ich meine, es sind zwar 18 Lethality drauf, aber wir bekommen ja Armor-Pen, je nachdem, welches Level wir haben. Gibt dann 18. Das heißt, wir brauchen zwei Lethality-Items, um 36 Lethality auf Level 18 zu bekommen, also 36 Armor-Pen, um gegen diese 30 Armor anzukommen. Das heißt also, Ninja-Tabis werden auch nicht ganz so nice sein. Warum? Wir bekommen Bonus-Lethality drauf, das heißt, wir kommen leichter durch die Ninja-Tabis durch. Nee. Ich bin da nicht ganz so gut drauf, Leute. Ja, also an sich sind das hier die neuesten Infos. Was ihr davon halten könnt, was ihr davon haltet, könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Ich bin an sich soweit zufrieden, dass die Q wieder verändert wird, dass es wieder zurückgeht. Die Ulti-Änderungen finde ich fine. Also finde ich sogar sehr gut. Das Problem beim alten Rengar war, dass die Gegner das Mark zu spät gesehen haben. Ich weiß ja auch noch, wie ich das gemacht habe. Ich bin auf den Gegner zugelaufen. Ab dem Moment, wo er das Mark auf dem Kopf hatte, Ghostback gezogen, damit er noch weniger Reaktionszeit hat, sofort drauf, Instant One-Shot. Tot. Kein Counterplay. Ja? Jetzt ist es so, der Gegner hat zu viel Counterplay, weil der Radius zu groß ist. Jetzt blimmt Riot den Mittelweg. Finde ich in Ordnung, kann sich keiner beschweren. Das heißt, wir können auch unsere Ulti auf eine etwas höhere Range ziehen für die Bonus Movement Speed, um es schneller zu Gap closen. Vielleicht, wenn irgendwo ein Fight oder irgendwie sowas ist, kann man das halt ausrüsten, um schneller hinzukommen. Dass der Crit weggeht, auch völlig in Ordnung. Ist zwar zu viel. Dieser Crit, ja, war entweder alles oder nichts. Wenn du Carry Critters, ist er jetzt der Turm. Ne? Da prockst du das Blade mit drauf, da prockst du den Crit mit drauf, machst du eine Mid-Air-Bola, nochmal Q hinterher, der ist im Normalfall tot. Wenn du die Crit nicht drauf bekommst, ja, dann hast du ein bisschen weniger Schaden, ne? Ist halt auch blöd. Von daher, dass sie das hier wegmachen, ist auch eine ziemlich gute Idee. Was ich ja vielleicht etwas bevorzugen würde, ist nicht, dass man das Ziel treffen muss, was markiert ist. Und dann hat man dann irgendetwas auf dem Ziel drauf, sondern angenommen, ich springe auf den Tank drauf, bekomme dann 10% mehr Schaden, weil ich das Ziel angejunkt habe, was markiert ist, und mache halt generell 10% mehr Schaden. Und nicht, ich mache nur auf dem Tank 10% mehr Schaden. Wobei das auch ein bisschen OP wäre, sind aber nur irgendwelche spontanen Gedanken, die mir jetzt gerade in den Kopf reinkommen. Die Q-Änderung an sich finde ich auch sehr nice, ne, habe ich hier kein Problem mit. Das Einzige, womit man hier aufpassen muss, ist echt diese Lethality. Das hier ist für mich wirklich viel zu stark,
Natürlich weiß ich auch noch nicht, wie viel Lethality das ist. Ich weiß auch noch nicht, wie viel AD hier der Müll gibt. Aber da muss Riot echt aufpassen. Das kann sehr OP sein. Ich hoffe, dass sie das. Ich hoffe, dass das hier sehr low rüberkommt. Vielleicht irgendwie so. Lass mich mal lügen. 15 Lethality auf Max Level? Oder 18? Halt ein Lethality pro Level? Irgendwie sowas, ne? Nichts zu Starkes. Das kann hier sehr schnell außer Hand gehen. Aber ja, Leute, ja, wie gesagt, ihr könnt eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Ich halte euch wie immer auf dem neuesten Stand. Ich bin dann aber auch erstmal weg. Tschüss, tschüss. Hau die rein und bis zum nächsten Mal.